Freitag, 1. Oktober 2021. Endlich Feierabend. Unser Nationalfeiertag haben sie uns mal wieder geklaut. Der 3. Oktober fällt auf den Sonntag. Was fange ich da mit dem verkürzten langen Wochenende bloß an? Was steht denn auf meiner Checkliste? Ah ja, Berge, Wälder, Wiesen, Seen, Sonne und Wolken habe ich im Sommer ja alles gehabt. Da gibt's dann vielleicht auch noch einen Film nächstes Jahr oder so. Und heute? Wie wär's mit einer Tagestour mit dem Grat? Oh, ich weiß nicht. So richtig Spaß macht mir mal alte BMW nimmer. Über 80.000 Kilometer hat die Karre jetzt drauf. Fährt sich irgendwie ausgelutscht, holprig und ruppig. Kein Vertrauen mehr beim Kurvenfahren. Oh je, meine, mein Grat ist he. Mit der Karre überlege ich mir noch was. So kurzfristig muss allerdings eine andere Lösung her. Gibt ja auch noch Zug und Auto. Auf einen Kurztrip Richtung Alpen hätte ich Lust. Und dabei ist Ländle ein bisschen von oben filmen. Bloß wie? Das Propellersymbol im Logo meiner BMW nutzt mir dabei nix. Einen Kamerakopter habe ich nicht. Mir kommt da aber eine Idee, wen ich fragen könnt. Kurz telefoniert. Ja, das klappt. Samstag 10 Uhr treffen wir uns in Pattenwil. Im Grunde wird es heute eine Moppetour wie jede andere. Bloß mit dem Unterschied, dass der Begriff Abflug heute ein bisschen positiver besetzt ist als sonst. Wenn die Klappen abgesenkt, um letztendlich den Kontrollgang zu haben, den wir auch noch machen müssen. Am Anfang steht in der Garage wie immer die Abfahrtskontrolle. Wie viel Sprit haben wir noch drin? Immer das Gleiche. Natürlich sind die Tanks so gut wie leer. Kartenmaterial zusammengruscheln und Route planen kennt man auch. Dann raus aus der Garage. Wir haben beide Tanks geprüft, wir haben die erforderlichen Deckendokumente voraus. Wir haben die Routervorrichtung. Startprozedur, Pre-Ride-Check, Navi programmieren, kennt man ja alles. Den Hauptschalter ein. Das Zusammenwarnstichbeacon ein. Die Kraftstoffpumpe an für 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Guten Morgen, die Delta Alpha Echo rollt von der Blauen Halle zum Rollhalt VIP. Zwei Passagiere mit Ziel Aalen. Verstanden, Delta Alpha Echo zum Rollhalt 28 in Betrieb. Wie die Geier sagen, die Unfall sind. Damit wir am Ende des Tages alle unter der Höhe kommt dann automatisch rein. Das ist der Zug 1013. Echo ist am Rollhalt VIP abgefreit. Delta Alpha Echo 28 ist frei. Erstmal die nächste Tankstelle ansteuern. Klar, die ist in Aalen. Ob's bis dahin reicht? Ja, wir fliegen jetzt wohin, Lutz? Wir sind also noch über Stuttgart, rechts ab das Stadion, wir gehen nach Aalen und machen uns jetzt über den Schurwald parallel zur Bundesstraße auf nach Osten. Weinstadt, Winterbach und Schwäbisch Gmünd, Aalen. Das klingt doch nach einem guten Plan. Und in Aalen wollen wir zwischentanken, oder? In Aalen wollen wir tanken. Vom Verein haben wir da eine Tankstelle, können wir auf Karte tanken. Mit dann 4 Stunden vollen Tanks. Und das ist dann auch unsere Reichweite. Man wird ja immer gerne gefragt, wie weit kannst du mit dem Flieger fliegen? Von Weite spricht man hier in dem Fall nicht. Man spricht eben von Flugzeit, weil mit Wind, Gegenwind, Rückenwind ist Kilometer eine schlechte Angabe. Man spricht halt von Flugzeit. Und wir haben uns festgelegt 4 Stunden. Wir haben dann immer noch Reserve, die hat Long Range Tanks, wie es so schön heißt, kann also mehr. Aber sind wir auf der guten Seite. Die also Sicherheit geht ja vor. So bis Aalen reicht der Sprit. Bis Aalen reicht der Sprit, definitiv. Ja, aber nicht, wir können ja den Rest noch segeln. Wir können den Rest nicht segeln. Ja, sie segelt, ja, ist eine Cessna als Hochdenker sozusagen. Die hat auch noch gewisse Segeleigenschaften. Funktioniert. Wir sind aktuell 3000 Fuß Höhe, weil wir in Stuttgart nicht höher dürfen. Das macht mehr oder weniger einen Kilometer. Und falls die Kilometer Segelstrecke doch nicht reicht, Fallschirme sind hinten drin, oder? Naja, mit Fallschirmen haben wir es nicht so, weil wo willst du hier rausspringen? Du könntest jetzt theoretisch Fenster und Türen versuchen zu öffnen, aber durch den Flugwind, andere sagt man ja an der Stelle Fahrtwind dazu, ist das ein bisschen schwierig.
da aufzumachen und rauszukommen. Nee, wir haben keine Fallschirme an Bord. Wir haben Schwimmwesten dabei. Ach, Schwimmwesten, das ist gut. Dann können wir nachher baden gehen. Auch hier oben alles wie immer. Man sieht einfach mehr, wenn man die Nebenstrecken fährt. Die sind hier oben genauso hubelig wie unten am Boden. Delta Alpha Echo Cessna 172 von Bentonville, zwei Personen an Bord, 5 Minuten nordwestlich des Platzes zur Landung. Delta Alpha Echo, verstanden. Piste 09 in Betrieb. Delta Alpha Echo 09 in Betrieb. Delta Alpha Echo, willkommen auf der Ostalb. Was haben wir denn vor? Die Delta Alpha Echo würde gerne tanken. Verstanden. Ihr habt einen Tipp, oder? Delta Alpha Echo positiv, Fliegerclub Stuttgart. Alles klar. Auch an der Tanke im Grunde genau das gleiche, wie man es von jeder Moppetour bei Sonnenwetter kennt. Alle Zapfsäulen belegt, Schlange stehen, nach und nach schiebt man seine Kerle ein Stückle weiter vor. Der einzige Unterschied, in die beiden Tanks passt ein klein bisschen mehr Sprit rein und der Literpreis für die 100 Oktan hat es auch in sich. Exakt gleich wie bei jeder Moped-Tour, bis man immer das Navi programmiert hat und mal los kann. Genau, ne, wir wollten bloß gucken, dass wir am Vorfeld. Also wir haben, gehen dann bis zu 5000 Fuß hoch, gehen direkt und gehen fliegen. Jawohl, das machen wir. Info, die Delta Alpha Echo geht zum Rollhalt 09 links und geht dann nach Bremgarten, zwei Personen an Bord. Delta Alpha Echo, verstanden. Die Delta Alpha Echo am Rollhalt 09 links ist abflugbereit. Delta Alpha Echo, hab ein bisschen Geduld noch, da ist noch ein Flieger im Landeerflug. Delta Alpha Echo, anliegende Maschine im Sicht. Da kommt noch eine Schiene rein. Jo. Delta Alpha Echo, ihr könnt starten. Piste 09. Delta Alpha Echo geht auf die Bahn. Alpha Echo dreht ab nach Osten, sagt danke für den Service und tschüss bis zum nächsten Mal. Adele und einen guten Weiterflug. Ja, ciao. Wir drehen also eine Runde in Ulm und um Ulm drumherum und dann nach Süden ab, Richtung Alpen.
man das von fast jeder Moped-Tour kennt, gibt's aber uns Uneinigkeit bei der Routenwahl. Man kennt's ja. Meist hängt die Arbeit an einem, der die Route austüftelt. Der Rest schreit, oh ja, super. Aber unterwegs ist dann doch immer einer dabei, der dran rummosert. Man hätte doch da abbiegen können, warum sind wir nicht da entlang gefahren? Kennt man ja. Ganz ähnlich auch heute. Ich verrate bloß nicht, wer heute welche Rolle einnimmt. Naja, jedenfalls sind wir uns nicht einig, ob wir gerade an der Donau oder an der Iller entlang fliegen. Sieht von da oben ja auch alles gleich aus. Langenradar mit einem Fluginfoservice für Delta Echo Sierra Alpha Echo. Können Sie mich hören? Delta Alpha Echo, positiv. Delta Alpha Echo. Zu Ihrer Anfrage, ob Sie den Alpenraum ohne Beschränkungen überfliegen dürfen, liegt uns nun die Antwort aus dem Verkehrsministerium vor. Sie lautet, im Prinzip ja. Vor dem Überflug der Bayerischen Alpen müssen Sie allerdings Ihr digitales Covid-Zertifikat per Telefax an die Gesundheitsbehörden der zuständigen Landkreise übermitteln. Im Luftraum über Vorarlberg und Tirol gilt zudem die FFP2-Maskenpflicht in der Kabine. Der italienische Luftraum ist ohne vorige Online-Einreiseanmeldung für touristischen Verkehr gesperrt. In der Schweiz gilt eine umfassende Test- und Anmeldepflicht als Voraussetzung einer Erlaubnis zur Flugraumnutzung. Ausnahmegenehmigungen können für ungerade Wochentage bei der Flugsicherung beantragt werden, für gerade Wochentage auch beim Bundesamt für Gesundheit, Feiertage ausgenommen. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Erivan, Fluginfoservice Ende. Es wird also Zeit für eine Kaffeepause, zum die Lage sondieren. Als wir in Leutkirch anhalten, wird schnell klar, es war doch die Iller, der wir gefolgt sind und nicht die Donau. Und weil uns das mit den Alpen zu kompliziert ist, entscheiden wir uns, im Ländle zu bleiben. Wir fahren ein Stück retour nach Ulm und von dort aus doch nur der Donau entlang. Iller und Donau, na, da haben wir beides. Alpha Echo, Langenradar mit einer Verkehrsinformation. Verkehr von 4 Uhr, etwa 100 Fuß unterhalb. Delta Alpha Echo dreht jetzt in die Südplatzrunde zur 25. Zeit für die nächste Kaffeepause. Das übliche halt. Wie sich's für jeden ordnungsgemäß durchgeführten Motorradausflug gehört. Alpha Echo hat jetzt die Bahn verlassen. Wir halten in Mengen. Donautal. Oberschwaben. Nicht weit weg vom Schwäbischen Meer. Was uns auf eine Idee bringt. Eine Runde über den Bodensee schippern. Vom Dreiländereck am Pfänder immer der Staatsgrenze entlang in Richtung Westen. Der Sprit müsste dafür gerade noch reichen. Falls nicht, können wir ja notwassern. Gehört ja auch zu jeder anständigen Tour, irgendwo unterwegs ins erfrischende Wasser zu müpfen. Mengeninfo, die Delta Echo, Sierra Alpha Echo, hallo? Delta Alpha Echo, Mengeninformation. Die Delta Alpha Echo würde gerne starten. Ich denke, die 2-5. Alpha Echo 2-5, QMH 1014. Delta Alpha Echo, QMH 1014. Delta Alpha Echo rollt zum Rollhalt 2-5.
Delta Alpha Echo meldet hiermit abflugbereit. 25. Vielen Dank. Wind Süd 6 Knoten. Delta Alpha Echo geht auf die Bahn und startet. Delta Alpha Echo bedankt sich für den Service und geht nach Süd, verlässt die Platzrunde, wünscht noch einen schönen Tag. Guten Flug, ciao. Delta Alpha Echo, Cessna 172, südlich des Platzes zur Landung und zum Tanken. This is for PX, it's pretty good. Delta Alpha Echo verstanden, 18 in Betrieb. Wir schaffen es noch vorbei am Hohen Twil und halten mit den letzten Tropfen im Tank an der Zapfsäule in Donaueschingen in Villingen. Wenig los hier. Klares Zeichen, dass sich der Tag zum Ende neigt. Die meisten Touren werden schon beim Stiefelbier sitzen oder schon beim zweiten oder was weiß ich wievielten Bier. Bei uns gibt's weder Bier noch Kaffee, wir machen uns direkt auf den Rückweg Richtung Norden. Einmal die Burg Hohenzollern umrunden, Landung in Pattonville. Delta Alpha Echo, Langenradar mit einer Verkehrsinformation für Sie. Unbekanntes Flugobjekt ohne Transpondersignal, entgegenkommend auf Ihrer Flughöhe auf etwa 2 Uhr. Schluss, wie nach jeder Mobbitour, bevor man sein Gefährt mit halbleerem Tank in der Garage abstellt, müssen nur die Mucken runtergewaschen werden. Sieht nicht bloß dreckig aus, ist auch nicht gut für die Aerodynamik und wenn man es nicht sofort macht, wird es umso schwieriger, den Bepp wieder wegzukriegen. Ich würde sagen, das war ein gelungener Tourentag. So wie man sich das als Grad-Tourer halt so vorstellt. Einwandfrei. Als nächstes rufe ich mal in der Werkstatt an. Termin machen. Es gibt was Größeres, habe ich so ein Gefühl.
Delta Alpha Echo. Verstanden. Halt, Aufnahme läuft nicht. So, jetzt Aufnahme. Ton läuft. Action. Ah, jetzt bin ich dran. Okay, moin. Halt, stopp, Auto. So kann ich nicht arbeiten.